Die Mitgliederversammlung hat vor 2 Jahren beschlossen, bei jeder Mitgliederversammlung auch einen Bericht über die wirtschaftliche Situation der GmbH entgegenzunehmen. Ich darf daher Herrn Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Schmidt bitten, uns diesen Bericht zu erstatten. Präsident, ich darf Ihnen die Zahlen des Jahres, des Geschäftsjahres 30.06.2010 der Fußgängerinnen GmbH vorstellen. Vielleicht noch mal kurz ein paar Worte zu unserer Arbeit. Wir sind ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Die TuS Koblenz GmbH ist eine Kapitalgesellschaft aufgrund ihrer Größenordnung, Umsatz, Bilanzzahlen dazu verpflichtet, eine solche Prüfung durchzuführen. Das ist der eine Hut, mit dem wir sozusagen den Bau haben. Der andere Hut ist die Frage des Lizenzierungsverfahrens der DFB, jetzt im Rahmen der dritten Liga, die DFL im Rahmen der zweiten Liga. Vollführt ein Lizenzierungsverfahren. Die DFB hat hier ganz strenge Maßstäbe, nicht nur an das Stadion, sondern natürlich auch an die wirtschaftlichen Grundlagen, die eine GmbH, die am Lizenzierungsverfahren teilnehmen will, aufgestellt. Und diese Zahlen sind von einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen. Das heißt, unser Unternehmen wird unmittelbar vom DFB dann auch beauftragt, diese Zahlen zu untersuchen und auch die Planung, die für die jeweilige zukünftige Saison auf den Tisch des Hauses gelegt werden, zu untersuchen. Kurz der Prüfungsumfang, was wird hier gemacht von uns? Sie müssen die Dinge nicht im Einander hier behalten. Das Handelsrecht, Handelsgesetzbuch ist ordnungsgemäß eingehalten worden. Es gibt hier keine Bedenken über das, was in der Buchführung und im Jahresabschluss stehen. Das sagt natürlich nur etwas über die Güte, wie im Einzelnen in dem Jahresabschluss gearbeitet wurde. Das sagt nichts über die Güte der Zahlen. Natürlich, es ist angesprochen worden, auf Vereinsseite als auch auf GmbH-Seite, der Bestand des Unternehmens TuS Koblenz GmbH ist mit gewissen Fragezeichen verbunden. Die Liquiditätssituation ist nicht auf Rosen gebettet, sondern sie will jedes Jahr wieder aufs Neue erarbeitet werden. Sie können sicher sein, in dem Moment, wo der DFB oder DFL eine Lizenz für die Teilnahme am Spielbetrieb in der zweiten oder in der dritten Liga erteilt, wird auch in dieser Saison gespielt werden können. Und es wird nicht dazu kommen, dass ein Verein oder nur wenn betrogen und belogen wird, dass ein Verein in einer solchen Saison dann wirtschaftlich in die Grätsche geht. So ist auch der Bestand des Unternehmens TuS Koblenz GmbH bis zum 30.06.2011 gesichert und hier gibt es überhaupt keine Bedenken, dass am Spielbetrieb bis zum Ende der Saison teilgenommen wird. Im Moment läuft ganz klar das Lizenzierungsverfahren für die nächste Saison, für die Saison 2011-2012. Die strengen Richtlinien und Maßgaben des DFB sind wieder einzuhalten. Herr Loos mit seinem Mann führt hier einen ehrbaren Kampf mit den Herrschaften. Aber ich denke, man kann hoffnungsvoll sein, dass der auch wieder im Sinne von einer erteilten Lizenz gewonnen wird. Kurz zu den Zahlen des Jahres 30.06.2010. Ich habe die Zahlen sehr stark zusammengefasst, weil ich glaube, es interessiert nicht so sehr, was in den einzelnen Positionen nun drin steht. Sie sehen sowohl hier auf der Mitte der Seite, das sind die Vermögenspositionen, die enden im Jahre 2010 mit 2,5 Millionen. Im Vorjahr war das 1 Million mehr. Der gleiche Betrag ist natürlich auf der Finanzierungsseite, der Kapitalseite zu sehen. Nun, das Vermögen hat Sie sehen es da hinten ganz rechts, 941.000 Euro abgenommen. Die Zahl ist wichtig zu verstehen, die möchte ich erläutern, denn sie reflektiert auch, wieso TuS Koblenz GmbH im Jahre 2010 nochmal ein relativ schlechtes Ergebnis erwirtschaftet hat. Nämlich, Sie sehen in diesen Zahlen oder diese Zahlen spiegeln wieder einen Reflex aus der Vergangenheit. Wir hatten einige Spieler, die im Jahre 2009 noch im Anlagevermögen dran stehen. Da steht noch 1 Million. Sie kennen die Spieler Bayer mit Marvic, der letzte etwas mit geringerer Bedeutung von den Zahlen her. Aber diese Spieler wurden eingekauft, sie werden bilanziert als Anlagevermögen. Nun, diese Spieler sind abgegangen und damit ist auch der Spielerwert weg. Die 1 Million ist also nicht mehr in der Bilanz auszuweisen.
Abschreibungen oder auch zu Abgangsverlusten geführt, die wiederum das Ergebnis der TUS-Koblenz einmalig im Jahr 2010 belastet haben. Auf der Umlaufvermögensseite, also das kurzfristige Vermögen, sehen Sie Konstanz zum Vorjahr, 2,5 Millionen Euro. Da stecken ganz unterschiedliche Positionen drin. Die Vorräte, also Fanartikel beispielsweise, Forderungen an Sponsoren, Forderungen natürlich auch an den TUS Koblenz 1911 e.V. Auf der Kapitalseite, und das ist die erste Position, die ich hier nennen will und die natürlich die bedrückende Position in diesem ganzen Zahlenwerk ist, das ist die Position Eigenkapital. Das Eigenkapital hat dummerweise ein negatives Vorzeichen. Es ist mit minus 5 Millionen ausgewiesen. Zeigt die Verlustsituation der vergangenen Jahre, insbesondere der ersten Jahre der zweiten Liga. Hier wurden hohe Verluste erwirtschaftet. Es wurde im Jahre 2010 ganz kräftig auf die Kostenbremse getreten. Wir haben noch, ich hatte es eben schon erwähnt, einige Effekte, die aus dieser alten Zeit her rühren, Abschreibungen von Spielerwerten etwa, die wiederum zu Verlusten geführt haben im Jahre 2010. Sie sehen ganz hinten den Wert von 1,4, 1,5 Millionen minus, die nochmal das Eigenkapital belastet haben. Diese Effekte sind aus meiner Sicht und aus unserer Prüfung ausschließlich darauf zurückzuführen, dass wir diese Spielerwerte haben abschreiben müssen und zum Zweiten, dass man sich vom Trainer, von dem alten Trainer getrennt hat, was zu einer finanziellen Belastung geführt hat. Beide Positionen sind aus meiner Sicht außergewöhnliche Effekte, sind Effekte der Vergangenheitsbereinigung, die wären sie so nicht oder hätte man mit diesen Effekten nicht zu tun gehabt, aus dem reinen Spielbetrieb sicherlich eine schwarze Null erreicht worden wäre. Gut, mit dem Umstand muss man umgehen und wir sehen in den Zahlen des Jahres 2010, 31.12. und auch die Prognose für 30.06.2011, dass wir ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden und hoffen wir, dass die Trendwende weiterhin gelingt. Auf den übrigen Positionen hier auf der Kapitalseite relative Konstanz im Fremdkapital 3,9 Millionen gut etwas angewachsen. Wir haben eine etwas erklärungswürdige Position der Rechnungsabgrenzungsposten, 4 Millionen Euro, gleicher Wert wie im Vorjahr etwa. Das sind vorausbezahlte Sponsorengelder für die Saison 10-11, die also jetzt hier in dem Jahr 2010 noch nicht im Eigenkapital stecken dürfen, sondern erst im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr entsprechend ins Kapital wandern dürfen. Das war die Bilanz. Die Ertragslage, Sie erkennen wieder in der letzten Zeile den Jahresfehlbetrag. Er beträgt 1,5 Millionen, etwa gleiches Ergebnis wie auch in der Vorsaison. Überschrift über diese beiden Geschäftsjahre ist natürlich das Stichwort zweite Liga. Nur in der zweiten Liga können Sie so hohe Zahlen erwarten an Umsatzerlösen oder auch an Aufwendungen in der dritten Liga, das heißt im kommenden Jahr werden die Zahlen, Umsatzaufwendungen deutlich, sehr deutlich nach unten gehen. So schwierig das Fußballgeschäft sicherlich auf dem Platz ist und so viele Komponenten da zusammenspielen müssen, das Geschäft im Fußball von den Zahlen her ist, sag mal, vergleichsweise einfach. In den Umsatzerlösen haben Sie drei Komponenten, da ist der Spielbetrieb, also Zuschauereinnahmen, da haben Sie die Fernsehgelder im Profifußball und da haben Sie die Sponsorengelder, das sind die drei Säulen, auf denen wirtschaftlich zunächst einmal die Umsatzseite steht, also Umsatzerlöse und sonstige Erträge. Und Sie haben auf der anderen Seite im Aufwandsbereich natürlich die Komponente des Personalaufwandes. Wir haben keine Anlagegüter, keine Maschinen, die wir gekauft haben, sondern wir haben Spieler und wir haben eine Verwaltung. Deswegen Personalaufwand natürlich von großer Bedeutung und auch die Kosten für den Spielbetrieb, die zweiwöchentlich entsprechend anfallen. Die Zahlen sind relativ unspektakulär von der Veränderung. Ich möchte die Veränderung doch kurz erläutern. Bei den Umsatzerlösen haben wir etwa 900.000, eine Million Euro mehr. Sehr positiv zu erwähnen, dass wir in dieser Saison durchaus mehr Sponsoren und Werbegelder einnehmen konnten. Das heißt also, diese Mehreinnahmen erklären den Anstieg von den 900.000 bei den Umsatzerlösen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Aufwendungen, die um 1,1 Millionen
Fachmensch und auch die Trennung vom Trainer. Diese Komponenten haben klar das Ergebnis aus meiner Sicht hoffentlich einmalig belastet, sodass aber daraus auch die Erklärung für die angestiegenen Aufwendungen zu suchen ist. Das Betriebsergebnis, also Umsatz, Erlöse minus Aufwendungen, damit 1,5 Millionen Euro im Minus. Große liquide Mittel haben, wenn ich die Zinsen abwerfen würden, 23.000 Euro sehen Sie da noch an Zinserträgen, sodass der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2010 1,5 Millionen Euro beträgt. Ich möchte kurz auf den Lagebericht von Herrn Loos, den er auch zu erstatten hat und den wir auch zu prüfen haben. Ich Einnahmenseite der TuS Koblenz GmbH, es werden nochmal gesagt, alle Anstrengungen unternommen, um dort, was man unmittelbar beeinflussen kann, nämlich die Kosten im Griff zu behalten. Diese Anstrengungen werden unternommen. Die Einnahmenseite nun ist schwierig im Umfeld Koblenz offenbar genügend Sponsoren zu finden, die nachhaltig den Profifußball unterstützen. Man kann hoffen, dass die Lizenz für das nächste Jahr erreicht wird. Ich bin da sehr hoffnungsvoll und dass die Attraktivität des Fußballs, der im Moment gespielt wird, auch wieder mehr Zuschauer und damit auch mehr Sponsoren an die TuS Koblenz GmbH binden. Zuletzt